Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück auf dem beschaulichen und echt gemütlichen Mealy Island. Ach, ich liebe diese Insel, aber das wisst ihr ja. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Schatzsuche. Ach, schöne Details. Hier ist die Maske, die in Secret of Monkey Island der Rückentroll getragen hat, der von uns den roten Hering wollte. Der sich dann später als George Lucas herausgestellt hat. Was ich damals als Kind gar nicht gerafft habe, dass das George Lucas sein soll, aber dann später relativ schnell begriffen und ich fand's geil. Okay. Wir gehen jetzt auf Schatzsuche. Wir stellen uns der Prüfung der Schatzsuche. Ja. Dafür müssen wir hier. Oder nee, war das hier? Nee, nicht da. Wir müssen in den Wald. Hier war das. Ich glaube zumindest, dass es hier war. Ah nee, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ich hoffe mal, dass jetzt diesmal alles so funktioniert, wie es soll. Ich konnte ja ziemlich lange nicht weiterspielen, weil ich die Seemannsgarn-Geschichten nicht starten konnte und die auch nicht gespeichert haben. Ich hoffe einfach mal, dass es... Ah, da ist... Okay. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt speichert und dass alles funktioniert. Ich habe nämlich nicht so wirklich Lust, das alles nochmal neu zu machen. Aber ich werde es natürlich machen für euch. Und für mich, weil ich endlich hier das Spiel beenden will. Ich finde es ja auch gut, nur halt speichern ist echt wichtig. Vor allem im Adventure. Und wobei, das ist in jedem Spiel wichtig. Nicht speichern können ist echt nervig. Hier nochmal rüber. Und dann... Gelbe Blumen. Was ist da? Tintenfass. Ah, und hier sollte der Schatz sein. Mealy Island Treasure. Wo ist das X? Hier gab es nochmal ein schönes großes X. Truhe der Schatzsägerei entdeckt. Dann gucken wir da doch mal rein. Ah, nee. Da drin ist ein Zettel. Missionsbuch aktualisiert. Dann gucken wir da doch mal rein. Ja, Tanz den Monkey. Hüpf zur Musik. Verpass nicht die Zeit. Beginne deinen Tanz, sei am Waldtor bereit. Bleib auf dem Weg, schwing nach rechts, überquere diese Brücke, bla bla bla. Ah, okay, das haben wir schon gehabt. Das haben wir gerade gemacht. Hier endete einst die Prüfung. Ah nee, da oben fängt's an. Herzlichen Glückwunsch, hier endeten einst die Prüfungen. Aber zu Ehren von Governor Guybrush wurden die Herausforderungen und die Belohnung erhöht. Mit diesen neuen Schritten wird die legendäre Prüfung der Schatzsägerei fortgesetzt. Außerdem gingen uns die T-Shirts aus. Tut mir leid. Offizieller Schuldstein. Oh, ich muss was trinken. Ich habe irgendwie voll den trockenen Mund. Offizieller Schuldstein
für die legendäre Prüfung, gültig für ein T-Shirt zur Erinnerung. Bei der Handelskammer der Insel Mili, derzeit aufgelöst, einlösen. Tanz den legendären Monkey, Teil 1. Zum Waldestor tanze dahin, dann tänzel deinen Weg zur Künstlerhütte hin. Klingen weisen den Weg, hör bloß nicht auf, tanz den Pfad entlang zum einsamen Wagen. Okay, dann muss ich halt wieder hier raus. Nee, da lang nicht. Nicht lustig, LeChuck. Nicht lustig. Okay, da komme ich wieder an Land. Und hier ist die improvisierte Holzbrücke. Der umgeworfene Baumstamm. Die Baumstammbrücke. Ich bin heute... Tut mir leid, es ist tatsächlich für meine... es ist sehr, sehr früh und so früh nehme ich für gewöhnlich eigentlich nicht auf. Und ich bin auch gar nicht so richtig da, aber ich hatte halt... Ich konnte eh nicht schlafen und ich hatte halt Lust weiterzuspielen. Ich dachte mir, ich probier's mal. Laufe ich gerade richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich hoff's. Ja, da ist der Ausgang. Okay. Das ist die Künstlerhütte. Klingen weisen den Weg, hör bloß nicht auf, tanz den Pfad entlang zum einsamen Wagen. Klingen weisen den Weg. Klingen weisen den Weg. Klingen weisen. Klingen! Da sind Klingen! Okay. Ah, und da ist der einsame Wagen. Dreh dich auf der Ferse, mach bloß keinen Mist. Zwei tote Riesen markieren den Pfad. Ah, zwei tote Riesen. Richte deinen Blick auf den Laternenmast. Tanze nun nach rechts, finde die gefallene Seele. Laternenmast. Laternenmast. Da ist ein Laternenmast. Finde die gefallene Seele. Tanz den Hang hinab zu Fischers Ruhe. Der Haken seiner Schnur zeigt, wo es sich tanzen lässt. Fischers Ruhe. Fischers Ruh. Haken. Ah, da geht's runter. Okay, da ist ein Schiffswrack. Was ist da? Da ist eine Angel. Bin ich richtig? Ich bin mir nicht sicher, dass ich richtig bin.
Ich grab hier einfach mal. Nee. Der Haken seiner Angel. Der Haken seiner Angel. Ich guck noch mal ins Buch. Der Haken seiner Schnur zeigt, wo es sich tanzen lässt. Bin ich hier falsch? Aber das ist eine Fischerhütte. Ich gehe noch mal da den Weg lang. Vielleicht bin ich ja doch falsch. Okay, hier war... Hier ist die Laterne und hier sollen verlorene Seelen sein. Ich sehe aber nichts dergleichen. Das muss hier sein. Die Angel liegt da. Das ist... So blind. Es ist bestimmt mega auffällig, wenn ich es erstmal gefunden habe. Der Haken. Maden aufnehmen, na toll. Was bringt mir das jetzt? Ich habe eine Handvoll Maden. Yippie? Maden mögen den meisten Piraten nicht sonderlich appetitlich erscheinen. Aber unter Schlachtkimmen und Teufelsfischen gelten sie als Delikatesse. Toll. Ach Mann, was soll ich denn machen?
Haken. Haken. Angelschnur, Haken. Hier ist nichts. Guck noch mal ins Buch. Richte deinen Blick auf den Laternenmast, tanze nun nach rechts, finde die gefallene Seele. Ach nee, ah, das ist 1, 2, 3, 4, okay. Okay. Vielleicht muss ich alle Schritte nochmal neu machen und richtig, weil ich Schritt 2 zuletzt gemacht habe, also falsch. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht ist es ja die Lösung. Dann war auch gar nicht der Laternenmast da gemeint. Wobei doch, dann habe ich es richtig gemacht. Das sagt mir ja nur, dass ich nach rechts gehen soll. Und nach rechts bin ich auch gegangen. Aber ich mache es trotzdem nochmal von vorne neu. Okay. Die Künstlerhütte. Richte deinen Blick auf den Laternenmast. Laternenmast. Da. Nach rechts finde die gefallenen Seelen. Klingen weisen den Weg. Da, gefallene Seelen finde ich aber überhaupt nichts. Die zwei toten Riesen. Der Wagen. Ja, Dann. Ah. Ah, hier. Ja, ich war falsch. Dann grab ich doch mal da. Oh, da ist was. Truhe der Schatzjägerei entdeckt. Okay, was ist da drin? Ah, wieder ein Zettel. Hinweise. Okay. Tanz den legendären Monkey Teil 2. An der holprigen Brücke beginne den Tanz, dann in Fahrtrichtung Süd, du wirst tänzeln müssen. Holprigen Brücke. An der holprigen Brücke beginne den Tanz. Holprige Brücke, die war... Holprige Brücke, die war hier hinten, glaube ich. Ja, da. Da ist sie. Dann den Pfad Richtung Süden. Okay, da lang. Zwei. Eine Gabelung des Wegs, zwei Straßen in der Nacht. Tanz den Weg hinab, den der Baum erhält.
Okay, Gabelung in der Nacht. Tanzt den Weg hinab, den der Baum erhält. Tanzt den Weg hinab, den der Baum erhält. Das ist... Hinab heißt da lang, aber erhellen ist da lang. Tanz durch den Wald, schlängle dich umringt von Bäumen, tänze zur Stelle, wo die Leute träumen. Tanz durch den... Späh durch die Stämme zu den fernen Lichtern, in Richtung ihrer Glut dreh dich nach rechts. Wo die Leute träumen. Dreh dich nach rechts. Suche nach dem Baum der Liebenden am Fuße des Hügels. Tanze zu ihrem Platz, wo das Herz still ruht. Baum der Liebenden? Wo das Herz still ruht. Ist hier unten wieder irgendwas? Nee, hier ist... Das Herz still ruht. Das Herz still ruht. Komme ich wieder hier hin. Aber das kann's nicht sein. Herz still ruht. Also nochmal. Dann doch da runter. Eine Gabelung des Wegs, zwei Straßen in der Nacht, das ist hier. Tanz den Weg hinab, den der Baum erhält. Hinab heißt da lang. 3. Tanz durch den Wald, schlänge dich umringt von Bäumen. Tänze zur Stelle, wo die Leute träumen. Also doch oben lang. Weil da zeigt er mir ein Lagerfeuer als Zeichnung. Und das Lagerfeuer ist da oben. Das ist hier drin irgendwo. Ja, hier. Lagerfeuer. Okay, jetzt kann ich hier Platz nehmen. Toll. Späh durch die Stämme zu den fernen Lichtern in Richtung ihrer Glut. Dreh dich nach rechts. Zu den fernen Lichtern in Richtung ihrer Glut. Dreh dich nach rechts. Richtung zu den...
Suche nach dem Baum der Liebenden am Fuße des Hügels. Tanz zu ihrem Platz, wo das Herz still ruht. Ah, das habe ich falsch gelesen. Suche nach dem Baum der Liebenden am Fuße des Hügels. Am Fuße des Hügels. Baum der Liebenden. Hier muss ein Baum sein mit dem Herz eingeritzt. Fuße des Hügels. Der Baum da ist auffällig. Ja, hier ist es. Carla. Ah, das hat dann wohl wahrscheinlich der Gemischtwarenhändler reingeritzt. Okay, eigentlich ist es sehr auffällig, wenn man so drüber nachdenkt. Da sind überall Nadelbäume und hier ist ein Laubbaum. Okay, dann sollte ich hier wahrscheinlich jetzt graben. Truhe der Schatzjägerei entdeckt. Ja! Ich habe den richtigen Punkt gefunden. Okay, dann öffnen wir die mal. Oh, nee. Och, nö, nö. Was jetzt? Teil 3. Tanze aus dem Herzen Südwest zur Bucht, dann saust durch die Luft nach der Legende Art. Südwest zur Bucht, tanzt durch die Luft. Südwest zur Bucht. Ja, das heißt. Tanz durch die Luft. Der Legende Art. Also müssen wir nach Hook Island. Tanz durch die Luft. Der Legende Art. Südwesten ist da. Okay. Nochmal ins Buch gucken. Dreh den Rücken zum Mond, schau nach unten tief. Tanze zu 6 Flaggen im Schein der Fackel. Der Mond, wo ist der Mond, wo ist der Mond, wo ist der... Da ist der Mond. Okay, Rücken zum Mond drehen. Dann da ist, geht's nach unten mit einer Leiter. Oh. Schau nach unten tief, tanze zu 6 Flaggen im Schein der Fackel. Okay, ich gehe noch mal hoch. Schau nach unten tief. Okay, da ist der Mond, Rücken zum Mond. Schaue nach unten tief. 6 Fackeln. Meinen die Steine da? Die Felsen? Im Schein der Fackel. 6 Flaggen im Schein der Fackel. Im Schein der Fackel.
Was kommt als nächstes? Tanz an den Wracks vorbei, spring durch die Nacht bis zum Mal eines Monsters, sie liegt in deiner Macht. Muss ich hier überhaupt schwimmen? Ich glaube, ich mache es mir gerade zu kompliziert, oder? Okay, hier kann ich wieder an Land. Ah, jetzt geht er hoch. Zum Mal eines Monsters. Das müsste hier sein. Da sind Schädel. Über die Brücke zum kaputten Karren. Erspähe das Licht, fasse Mut. Zum kaputten Karren. Also hier ist schon mal über die Brücke zum kaputten Karren. Aber tanz an den Wracks vorbei. Hier sind keine Wracks. Ups. Ah, Mist. Ich glaube, ich habe den ersten Schritt falsch gemacht. Ich habe gerade auch keine Ahnung, was die meinen. Okay, ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ich gehe noch mal auf die andere Seite. Okay. Tanze aus dem Herzen, Südwest zur Bucht. Okay, hier ist das Herz. Südwest. Okay. Hier lang. Okay, da war ich beim ersten Schritt schon falsch. Dann saust durch die Luft nach der Legende Art. Ah! Das macht auch Sinn. Jetzt hier mit der Laterne. Also müssen wir da lang. Das ist das Haus von General Smirk. Dreh den Rücken zum Mond. Mond, 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 Mond. Da. Hab ich.
tanzest du 6 Flaggen im Schein der Fackel. 6 Flaggen im Schein der Fackel. War nicht unten bei Stan ganz viele so Deko-Fackeln? Ja, da, 6 Flaggen. Im Schein der Fackel. Ja. Also Stans Gebrauchtschiff-Bazar. Tanze an den Wracks vorbei. Spring durch die Nacht bis zum Mahl des Monsters. Sie liegt in deiner Macht. Wracks, tanze an den Wracks vorbei. Okay. Zum Mahl des Monsters. Tanze an den Wracks vorbei. Okay, hier ist ein Wrack. Mahl des Monsters. Ich weiß, was die meinen. Die meinen das hier. Die Trollmaske mit den Fischgräten. Über die Brücke zum kaputten Karren, dann dreh dich nach rechts. Erspähe das Licht, fasse Mut. Über die Brücke zum kaputten Karren. Kaputter Karren. Da ist der kaputte Karren. Dreh dich nach rechts. Fasse Mut. Schlüpf durch die Felsen, das war wirklich fein. Tanzen in der Wärme, in der Laterne Schein. Ah, schlüpft durch die Felsen, also hier. In der Laterne Schein. Also hier graben. Ja! Goldene Truhe der legendären Schatzjägerei entdeckt. Mal gucken, was da drin ist. Okay, was ist da drin? Nee. Ah! Eine Guybrush-Statue. Trophäe der legendären... Legendary Treasure Huntery. Why, it's even more spectacular than I believed. And it will make a fine ingredient for a most exquisite elixir. Be discouraged by the legendary trial of the sword. Out in the forest, someone waits to guide your blade on its path to glory. Der Weg zur Legende. Der Fortschritt des Seemannsgarns ist in deinem Missionsinventar gespeichert. Okay, dann haben wir jetzt die Schatzsuche hinter uns und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir die Prüfung des Schwertes angehen. Yay, bis dann!